Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Liebe Geschwister, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ich bin eigentlich ungefähr einen Tag zu früh. Denn wie wahrscheinlich viele von euch mitbekommen haben, ist für morgen Abend ein Stream geplant, wo wir etwas tun möchten für die Opfer von den Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Aber ich hatte gedacht, vielleicht mache ich heute Abend etwas zur Vorbereitung für, ja, zur Einstimmung, könnte man sagen. Vielleicht ist Einstimmung das falsche Wort. Aber wie einige von euch wissen, beschäftige ich mich sehr gerne mit dem Koran. Und eigentlich immer, wenn es ein Thema gibt, was uns Muslime betrifft oder was mit dem Islam zu tun hat, versuche ich immer zu schauen, ich hoffe, der Ton ist jetzt besser, wenn es geht, inshallah. Alhamdulillah. Sonst machen wir das ohne. Inshallah versuchen wir das mit dem Ton hinzukriegen. Wie viele von euch wissen, versuche ich immer, wenn es ein Thema gibt, was uns Muslime betrifft oder was mit dem Islam zu tun hat, das aus der Perspektive des Korans zu betrachten, weil das eigentlich ein Buch unserer Rechtleitung ist. Und was unsere aktuelle Situation betrifft und auch den Stream von morgen, gibt es tatsächlich viele Abschnitte im Koran, die darüber sprechen. Aber speziell jetzt, was morgen betrifft, gibt es einen längeren Abschnitt in Surat al-Baqarah. Und der das Thema behandelt, worum es eigentlich auch morgen geht, nämlich das Ausgeben auf dem Weg Allahs. Es ist ein einzigartiger Abschnitt, der so eigentlich nicht wieder im Koran wiederholt wird. Es gibt andere Themen, die kommen oft im Koran vor, aber dieser Abschnitt ist einzigartig. Und er behandelt nicht nur das Spenden, das ist nur ein Teil davon. Es geht tatsächlich ganz allgemein um alles, was mit Finanzen zu tun hat. Also das, worüber man am Tag der Auferstehung befragt wird, wie man sein Geld bekommen hat und wofür man es ausgegeben hat. Das sind mehrere Verse und vielleicht haben wir die nächsten Tage Gelegenheit dazu, so einen Vers zu nehmen, vielleicht nochmal in der Zeit zwischendurch nach dem Stream auch nochmal so einen Vers und zu schauen, welche Lehre man daraus zieht. Und der Vers, mit dem dieser Abschnitt eigentlich beginnt, das ist der Vers Nummer 261 in Surat al-Baqarah, wo Allah sagt, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Das Gleichnis derjenigen, die ihren Besitz auf Allahs Weg ausgeben, ist das eines Samenkornes, das 7 Ähren wachsen lässt und in jeder Ähre 100 Körner. Und Allah vervielfacht, wem er will. Und Allah ist allumfassend, allwissend. Das ist der Vers, mit dem dieser Abschnitt beginnt. Und nun, damit man eine Vorstellung davon hat, Wann diese Verse offenbart wurden. Das ist eine Sura, die in Medina offenbart wurde, aber man muss nicht denken, dass die Muslime damals vermögend waren. Tatsächlich waren sie das überhaupt nicht. In der Auswanderung nach Medina lag viel Segen
und eine Verbesserung ihrer gesellschaftlichen Position. Aber die Leute in Medina hatten vorher schon nicht viel Geld. Und dann kommen die Leute aus Mekka noch hinzu, die ausgewandert sind und auch nichts mit haben. Und mit denen mussten sie noch teilen. Also Medina war keine reiche Stadt. Die Muslime wurden nicht mehr verfolgt, aber reich war es bei weitem nicht. Und in diesem Zusammenhang wurde dieser Vers und einige Verse danach offenbart. Das Gleichnis derjenigen, die ihren Besitz auf Allahs Weg ausgeben. Methalul ladina yunfiquna fisabilillah. Fisabilillah wird oft so übersetzt für Allah. Man spendet das für Allah, aber es steckt noch mehr dahinter. Das ist einer der Bedeutungen natürlich. Aber fisabilillah heißt ja wörtlich übersetzt auf dem Weg Allahs. Ein Weg ist etwas, wo man vorangeht. Und Allahs Weg ist ein Weg, der etwas Gutes in die Welt bringt. Auf allen Ebenen. Gutes für die Menschen, Gutes für die Religion. Es gibt so viele Wege, die Unrecht und etwas Schlechtes hervorbringen. Man kann sich das so vorstellen, dass dieses Universum in der Zeit vor sich hingeht, einen Augenblick nach dem nächsten. Und fast alles in diesem Universum funktioniert nach bestimmten Gesetzen, die man gar nicht beeinflussen kann. Planeten, Sonne, Mond. Selbst Tiere und Pflanzen haben eingebaute Programmierungen, die dafür sorgen, dass sie auf einem bestimmten Weg laufen. Aber der Mensch ist derjenige, der auf diesem Weg des Universums einen Unterschied machen kann. Und wenn man diesen Weg, den das Universum nimmt, in Richtung von etwas Gutem lenkt, das ist Fisabilillah. Ein Weg für alles Gute, das ist Fisabilillah. Und wer etwas spendet von seinem Vermögen, wer etwas ausgibt, für den gibt Allah ein Gleichnis. Das Gleichnis ist wie eine Habba. Habba ist ein Ausdruck im Arabischen für jede Form von Getreide. Ein Saatkorn für Weizen, für alles Mögliche. Allah lässt es offen. Tatsächlich gibt es unendlich viele Dinge, die gut sind. Und überall wird etwas Gutes benötigt. Und Allah spezifiziert das gar nicht so genau. Diese Habba bringt etwas Gutes hervor. Und es wird an allen möglichen Ecken benötigt. Auf vielen verschiedenen Ebenen. Allah lässt das offen. Habba ist einfach irgendeine Form von Getreide. Das ist das Gleichnis. Wie eine Habba, wie ein Samen. Und Habba ist auch etwas, was man einpflanzt und es wächst. Habba ist mit Anstrengung verbunden. Wenn jemand etwas einpflanzt, dann pflanzt er es nicht einfach ein und vergisst es. Er muss sich auch darum kümmern. Wenn die Pflanze rauskommt, muss er schauen, dass sie nicht verdirbt, dass sie nicht von Schädlingen befallen wird. Er kümmert sich darum. Es ist nicht einfach eine Sache, die man tut und die man vergisst, sondern man pflanzt sie ein und man hofft regelrecht darauf, irgendwann die Früchte davon zu sehen, dass etwas Gutes dabei herauskommt. Bis man dann irgendwann daneben steht und das sieht, wie der Regen kommt und etwas herauskommt dabei, etwas Gutes, und man freut sich daran. Habba ist mit Anstrengung verbunden. Und so ist es auch mit der Spende. Etwas auszugeben ist nicht einfach. Der Prophet sallam, hat das beschrieben mit Bai' an-Nafs. Das ist, als wenn man sich selbst verkauft. Ja, nicht so im übertragenen Sinne natürlich. Denn das, was man besitzt, sein Vermögen, das hat man sich oftmals schwer erarbeitet. Man geht den ganzen Tag arbeiten. Man geht morgens um 8 Uhr ins Büro, kommt abends um 5 Uhr nach Hause und das macht man jeden Tag. Und das macht man ja nicht einfach so, sondern das macht man in der Hoffnung, dass man dadurch etwas verdient. Und man erarbeitet sich etwas schwer. Man verkauft seine Zeit, einen großen Teil von seinem Leben, um am Ende etwas dafür zu bekommen. Und das, was man sich so schwer erarbeitet hat, das soll man auch weggeben. Also als wenn ich dann quasi meine Zeit verschwendet habe, sozusagen. Deswegen ist das nicht leicht. Wie diese Habba. Eine Habba ist mit Anstrengung verbunden. Es kostet einen Überwindung. Aber auf der anderen Seite ist es nicht nur anstrengend, ist eigentlich derjenige, der eine Habba einpflanzt, der tut das gerne. Den Bauer muss man eigentlich nicht zwingen, dass er aufs Feld geht und etwas einpflanzt, sondern er wartet eigentlich nur darauf. Also wenn es Winter wird und es kommt Frühling und ich weiß nicht genau, was die Zeit ist, wann man einpflanzt, aber er hofft jeden Tag darauf. Er guckt nach draußen, wann sind die Zeichen da, oder er schaut auf den Kalender, wann kann ich endlich etwas einpflanzen? Und obwohl es mit Anstrengung und Überwindung verbunden ist,
freut derjenige, der etwas einpflanzt, sich auf diesen Moment. Und so sollte auch derjenige sein, der etwas hergibt. Er sollte eigentlich darauf warten. Er sollte sich das anschauen, was er hat, und dann schauen, wo gibt es eine Gelegenheit, dass ich es einpflanzen kann. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. Diejenigen, die ihr Vermögen, ihren Besitz auf dem Weg Allahs ausgeben, sind wie eine Habba, wie ein Samen. Man hofft daraus, dass man das ausgeben kann. Und dann, wenn es eine ausgesät ist, dann ist es ein Samen, eine Habba. Es sieht wenig aus, oder? Wenn man mal so ein Feld betrachtet, dann kann man sich vorstellen, es sind bestimmt 1 Million. 1 Million verschiedene Samenkörner auf dem ganzen Feld. 1 Million mal so eine Habba. Und du hast vielleicht einen davon reingesetzt. Einen unter den Millionen. Wer würde sich dafür interessieren? Andere haben vielleicht viel mehr eingesetzt. Vielleicht Tausende. Und du hast diesen einen dazwischen. Du schenkst dem überhaupt keine Beachtung. Aber bei Allah ist das nicht so. Du schenkst ihm keine Beachtung. Für dich ist das vergessen. Vielleicht nur ein Habba, ein Samen. Aber bei Allah ist das nicht so. Es ist nicht ein Samen. Dieser eine Habba ist wie كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ. Dieser eine Samen ist wie ein Samen, so der eingepflanzt wird, und dann kommt eine Pflanze raus und in ihr sind 7 Blüten, kann man sagen, Ähren. Und in jeder davon sind nochmal 100 Samenkörner. Es bleibt nicht bei diesem einen Samen. Es kommt eine Pflanze raus mit 7 Blüten und in jeder sind 100 Samenkörner. Das kommt aus einer. Und das sieht man nicht im ersten Augenblick, daran denkt man vielleicht auch nicht, wenn man das eingepflanzt hat, man ist am Ende überrascht, was so viel kommt und kommt dabei heraus. Wir sehen das nicht, aber das ist eine Sache, die Allah sieht. Ein Samenkorn mit einer Pflanze, 7 Blüten und in jeder steckt 100 Samenkörner. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Und darüber hinaus verdoppelt Allah, wem er will. Yudha'if ist nicht verdoppeln, es ist auch vervielfachen. Es ist beides. Etwas genau verzweifachen, aber auch viel mehr und viel mehr geben. Man kann sich das mit diesem Gleichnis schön vorstellen. Man hat so diese eine Pflanze, aus einem Samen sind 700 Samenkörner gekommen. Und aus jedem von diesen Samenkörner wird wieder eine Pflanze. Und diese Pflanzen, diese Samenkörner, diese Pflanzen, die daraus kommen, haben wieder 700 Samenkörner. Und ein Jahr später habe ich nicht mehr 700 Samenkörner, ich habe 490.000 Samenkörner. Und so geht es weiter und weiter. Wallahu yuda'ifu yuma yasha'a. Er macht etwas daraus, was du dir nicht vorstellen kannst. Selbst aus einem Samen, aus einem einzigen Samenkorn. Wenn man heute mal so an einem Eichenbaum vorbeigeht, dann muss man sich nur mal vorstellen, dass das vielleicht vor 200 Jahren jemand eingepflanzt hat. Vielleicht gab es wirklich jemanden, der hat so einen Samen von einer Eiche gefunden und hat das eingepflanzt. Er hätte niemals damit gerechnet, dass 200 Jahre später so ein Baum herauskommt. Damit, das hat er gar nicht mehr mitbekommen. Wallahu yuda'ifu yuma yasha, er vervielfacht das und du siehst es gar nicht. Allah macht das nicht, du ist nicht, dass du daneben stehst und das beobachten kannst, aber Allah hat seine Wege, wie er noch viel mehr da herausbringt. Ich denke immer an die Geschichte von Uthman ibn Affan und seinem Palmengarten. Wenn wir in Medina sind, erzähle ich das immer. Es ist wie so eine Quizfrage. Ich frage die Leute, ob sie wissen, wer heute ein Bankkonto bei einer saudischen Bank hat. Und das ist tatsächlich Uthman ibn Affan. Man fragt sich, wie ein Sahabi hat heute ein Konto bei einer saudischen Bank. Aber es läuft tatsächlich auf seinem Namen. Also es ist Uthman ibn Affan, obwohl er vor über 1000 Jahren verstorben ist. Aber die Geschichte dahinter ist, dass Uthman ibn Affan einen Dattelpalmengarten hatte. Und den hat er gespendet. Also er hat daraus eine Stiftung gemacht. Er hat ihn nicht einfach weggegeben, sondern hat gesagt, das ist... Die Erträge daraus sollen jedes Jahr gespendet werden. Und das hat man auch gemacht. Und das geht bis heute. Nur heute hat man das dann so gemacht, dass man die Erträge nimmt. Und weil es heute einfacher ist, mit Geld zu hantieren, arbeitet man dann mit einem Konto. Also man verkauft das Geld kommt auf ein Konto, eine Hälfte davon wird gespendet und die andere Hälfte wird investiert. Und was dabei herauskommt, wird wieder gespendet. Und das geht jedes Jahr. Und ich stelle mir irgendwann Uthman ibn Affan vor, der vor Allah steht, mit mehr als 1000 Jahren von Erträgen von einem Dattelpalmengarten. Ob er sich das damals hat erträumen lassen, Allahu a'lam. Aber das kann man nicht absehen. Wallahu yuda'ifu yuma yasha'a, vervielfacht das,
wem er will. Wallahu yuda'ifu liman yasha. Du weißt nicht, was am Ende dabei herauskommt. Ich habe letztens bei einem Vortrag, den wir freitagsabends immer machen, da geht es um die Lehren aus dem Koran und wir besprechen die kleinen Suren aus dem Ende, aus dem letzten Teil vom Koran. Und ich habe über einen Vers gesprochen, der über den Moment spricht, wenn die Menschen vor Allah stehen. Also wenn das Universum untergeht und die Seelen vor Allah versammelt werden und wo Allah sagt, das ist der Moment, wo was passiert? Alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat. Eine Seele, sie weiß das, was sie an Taten vorausgeschickt hat und das, was sie ausgelassen hat, zurückgelassen. Und das hat viele Bedeutungen. Eine davon ist, man fragt sich ja, warum weiß eine Seele erst, wenn sie vor Allah steht, was sie an Taten vollbracht hat? Das weiß man doch eigentlich hier, man hat doch sein Leben gelebt, man kennt doch seine Taten. Eine der Bedeutungen davon ist, erst in diesem Moment, wenn du vor Allah stehst, dann wirst du das Ausmaß von deinen Taten sehen. Von einer Sache, der du keine Beachtung geschenkt hast, wo vielleicht irgendetwas Gigantisches bei herausgekommen ist. Irgendeine Riesensache. Etwas, was du dir niemals hättest ausmalen können. Es kann sein, dass du vielleicht irgendwann einmal beschlossen hast, ein Waisenkind zu sponsern. Irgendein Waisenkind in einem Land, was du dir ausgesucht hast, ein Waisenkind, mit dem du keinen Kontakt hast. Aber wer weiß, was aus diesem Waisenkind wird. Vielleicht wird es ein Gelehrter. Vielleicht kommen 5 Millionen Menschen durch dieses eine Waisenkind, was du finanziert hast, zum Islam. Und du bekommst einen Teil der Belohnung, ohne dass du dir das hättest träumen lassen. Du stehst irgendwann vor Allah mit Millionen von Menschen, die zum Islam konvertiert sind. Und du wirst sagen, was habe ich mit diesen Menschen zu tun? Und eigentlich hast du nichts, sie kennst du alle gar nicht. Die haben nach dir gelebt. Aber du hast nur eine Habba gegeben. Nur diesen einen Samen eingepflanzt. Und Allah hat dafür gesorgt, dass am Ende etwas Gigantisches dabei herauskommt. Das ist das, was an diesem Vers steckt. Du wirst damit nicht rechnen. Es ist so eine kleine Sache, die man macht. Ohne Beachtung. Etwas Banales. Banal, was du schon wieder vergessen hast. Und dann stehst du vor Allah. Das ist der Moment, wo jede Seele weiß, was sie tatsächlich vollbracht hat. Was ist am Ende der Mal herausgekommen? Vielleicht war das nur eine kleine Habba, ein Samenkorn. Und das ist daraus geworden. Wallahu yuda'ifu liman yasha. Und Wallahu yuda'ifu liman yasha bedeutet auch, Allah vervielfacht, wem er will. Allah hat seine eigene Rechnung. Hier in diesem Gleichnis ist ein Samenkorn, wo 700 rauskommen. Und aus jedem Samenkorn wird ein Jahr später nochmal 700. Das ist für uns, um das greifbar zu machen. Das sind Zahlen, die wir kennen. Ein Samenkorn, 700, das kann man noch greifen. Wallahu yuda'ifu liman yasha heißt, okay, das ist eine Rechnung für euch. Das ist für euch da, weil ihr sonst keine Vorstellung davon habt. Aber bei Allah gibt es noch eine separate Rechnung. Die kennt ihr nicht. Das ist Allahs Rechnung. Allahs Rechnung ist nicht wie eure. Allahs Rechnung ist nicht wie eure. Wallahu yuda'ifu liman yasha. Und Allah vervielfacht, wem er will. Wallahu wasi'un alim. Allah ist allumfassend und allwissend. Allumfassend. Das ist einer der Namen Allahs. Al-wasi'. Allumfassend. Das müsst ihr euch vorstellen mit dieser Rechnung, die nur bei Allah ist. Stellt euch vor, ein Millionär beispielsweise, der alle Mittel, die wir uns vorstellen können, zur Verfügung hat. Er verspricht dir etwas zu vervielfachen, wie er will. Da denkst du schon, wow. Aber das ist nichts. Allah ist nicht ein Millionär. Allah ist al-wasi', allumfassend. Jemand, der alle Mittel hat. Das ist derjenige, der sagt, ich vervielfache. Al-wasi'. Er vervielfacht, wie er will, mit seiner eigenen Rechnung. Nicht mit 700 mal 700, das ist nur für uns. Er hat seine eigene Rechnung, wie er vervielfacht. Er hat seine eigene Rechnung, wie er vervielfacht. Wir stehen nur hier und da und wir sehen so unser unmittelbares Umfeld. Aber Allah sieht die ganze Zukunft. Alles, was am Ende dabei herauskommt. Wallahu yuda'ifu liman yasha. Und er vervielfacht, wem er will. Und wem er will bedeutet auch, es gibt Leute, deren Lohn und deren Baraka und Segen besonders vervielfacht wird. Er kennt die Situation von jedem Einzelnen. Und es kann sein, dass jemand 10 Euro gibt und das ist sehr leicht für ihn. Und für einen anderen ist es sehr schwer. Wir sehen das nicht. Für uns sieht das alles nach außen hin gleich aus. Aber Allah sieht das.
Und er vervielfacht dem anderen vielleicht viel mehr als einem anderen, als dem einen. Wallahu yuda'ifu yama yasha. Er kennt die Situation ganz genau. Wie ist das Vermögen von jedem? Wie sehr hängt man daran? Wie schwer fällt es einem loszulassen? Wie sehr ist man bereit, seine Träume zu opfern? Subhanallah, ich habe vor ein paar Tagen von einem Bruder gehört, der hatte Geld gespart für eine Hochzeit. Er wollte eine richtig schöne Hochzeit machen. Richtig große Hochzeit. Er hat von der Situation in Syrien und Türkei gehört. Er hat all das, was er gespart hat, dafür gegeben. Alles. Ist nicht leicht. Aber er macht das einfach so. Wallahu yuda'ifu yama yasha. Und wer weiß, wie das in Allahs Augen aussieht, wie Allah das sieht. Wir kennen das von den Veranstaltungen. Wenn jemand viel gibt, dann freuen wir uns und wir sind motiviert. Jemand gibt 1.000 Euro und alle sagen Allahu Akbar. Und ein anderer gibt 1 Euro und das bedeutet für uns nicht viel. Das ist unsere Rechnung. Aber wer weiß, was bei diesem einen, der nur 1 Euro gibt, was bei ihm ist. Vielleicht sagen die Engel einen noch viel lauteren Takbir, als wir alle zusammen bei dem anderen. Dieser 1 Euro ist vielleicht nur eine Habba, so ein kleiner Samen. Aber Allah hat seine eigene Rechnung. Mayyasha, wem er will. Allah vervielfacht, wem er will. Wallahu wasi'un alim. Und Allah ist allumfassend, allwissend. Jetzt in diesem Vers haben wir immer über das gesprochen, was man gibt. Aber wenn man den Vers ganz genau liest, dann wird man feststellen, das Gleichnis ist nicht einmal nur über die Spende. Rein sprachlich ist das Gleichnis über den, der spendet. Derjenige, der es gibt, das ist derjenige, der wie ein Samenkorn ist, was vervielfacht, wo unendlich viel Heil rauskommt. Nicht mal nur diese Spende. Allah sagt, die Person ist so. Allah beschreibt diese Person wie jemand, aus dem einfach unermesslich viel Heil, viel Gutes herauskommt. Das Gleichnis der Person ist wie das Gleichnis von einem Samenkorn, wo eine Pflanze herauskommt und in jeder Blüte sind noch einmal 100 Samenkörner. Vielleicht können wir morgen versuchen, wie diese Leute zu sein. Leute wie diese Habba, unscheinbar. Habba ist so ein unscheinbares Ding, so ein Samenkorn, was man morgen wieder vergessen hat. Die Leute sehen das nicht. Es geht nicht um die Leute, um die anderen Zuschauer und darum geht es gar nicht. Es geht darum, was Allah in dir sieht. Und was Allah am Ende daraus macht, das ist eine Rechnung zwischen dir und Allah. Und Wallahu wasi'un alim. Allah ist allumfassend, allwissend. Es ist eine Rechnung zwischen dir und Allah. Möge Allah uns zu diesen Leuten machen. Zu Leuten, deren Gleichnis ist wie eine Habba, wie eine Samen. Barakallahu li wa lakum. Wa jazakum ala khairan ala husni istima'ikum. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Inshallah. Ich hoffe, dass wir uns morgen wiedersehen. Morgen Abend um 8 Uhr. Mal schauen, vielleicht haben wir zwischendurch auch nochmal die Gelegenheit, ein wenig über einige Verse aus dem Koran zu lesen. Dieser letzte Abschnitt von Al-Baqarah ist wirklich sehr tiefgehend. Sehr viele schöne Verse und Beschreibungen und Gleichnisse, die Allah dort gibt. Vielleicht haben wir dann morgen die Gelegenheit, zwischendurch das mal zu machen. Mal schauen. Mal schauen. Aber es würde mich freuen, wenn wir uns morgen sehen. Inshallah, morgen Abend. Um 20 Uhr. Barakallahu li wa lakum. Wa jazakumullahu khairan. Ala husni istima'ikum. Ciao, bis morgen.